Können wir auch noch ein bisschen Tee drauf. Oder doch? Für die, ja, ist halt Französisch. Kann ich ja so machen dann, oder? Wenn er spricht. Ah, da kommt der Chefcoach. Danke, Hansi. Thank you, Kusch. Drücken, ja. Du musst den Knopf. Warte. Also, dann fangen wir an. Herzlich willkommen, liebe Kollegen. Ihr seid vollzählig vertreten, das ist schön. Der FC Bayern freut sich, einen Neuzugang vorstellen zu dürfen. Tanguy Ndiaye wechselt von Paris Saint-Germain nach München. Herzlich willkommen, Tanguy. Hallo. An der Seite von Hasan Salihamidžić, seit heute Sportvorstand. Da dürfen wir natürlich herzlich nochmal gratulieren, Hasan. Und eine Stimme aus dem Off, nämlich von Daniel Bazan, wie gewohnt, der für die Übersetzung sorgt. Hallo Daniel. Tanguy, eine wichtige Frage vorneweg. Dein Name unterscheidet sich von dem, wie er manchen oder vielen Fußballfans geläufig ist. Was ist die Ursache? Klär uns auf. Der Grund ist, ja, ich heiße eben Tanguy Kwasi Ndiaye, aber ich bevorzuge Ndiaye, weil meine Familie nennt mich so und das bevorzuge ich. Aber ich habe beide Familiennamen. Okay, danke schön. Dann nochmal herzlich willkommen. Hasan, was ist Tanguy für ein Typ und wie kam der Transfer letztendlich auch zustande? Ja, erstmal muss ich sagen, oder möchte ich sagen, herzlich willkommen in München. Tanguy ist einer der besten Spieler Europas in seinem Jahrgang 2002. Er ist ja in unserer Scouting-Abteilung. Marco Neppe hat mir den schon lange vorgestellt. Wir haben den lange gescoutet, aber als wir vor ein paar Monaten mitgekriegt haben, dass der Spieler eben nicht in Paris bleiben wird, haben wir eben alles versucht, um ihn nach München zu bringen. Wir sind sehr glücklich, dass wir Tanguy für FC Bayern überzeugen konnten und denken, dass der Tanguy unsere Mannschaft verstärken wird. Also deine Freude ist dir auch anzusehen. Das kann man sehen. Okay, dann let's go. Starten wir mit den Fragen, bitte. An Tanguy und an Hasan. Wir machen es heute per Handzeichen. Wer möchte als erstes in den Ring steigen? Da sehe ich Taufik Khalil vom Bayerischen Rundfunk. Bitte, Taufik. Tanguy, bonjour. Warum haben Sie sich für München entschieden? Sie sind 18 Jahre. Thomas Tuchel, Ihr Trainer in Paris, hält große Stücke und sagt, er ist sehr traurig. Das heißt, dass er ja auch gerne mit Ihnen geplant hätte. Warum München? Ich habe mich für Bayern München entschlossen, denn das war für mich eine sehr gute Wahl. Ich möchte vorankommen, auch was meine eigene Ausbildung angeht. Dann nächste Frage bitte. Unten Hanna Reif sehe ich. Hanna. Ja, auch eine Frage an ihn. Unter Hansi Flick haben einige junge Spieler zuletzt ihr Debüt gegeben. Ist es auch seine Hoffnung, dass er da schnell in die erste Mannschaft auch mal reinkommt und wie sehr freut er sich, neben Superstars zu spielen, wie zum Beispiel Leroy Sané? Ja, die jungen Spieler, die dieses Jahr gespielt haben, das kann ein Beispiel für mich sein. Ich habe viele Spiele gesehen
Und ich hoffe natürlich, auch so einen Weg hinzulegen, vielleicht auch besser, hoffe ich. Stefan Kumberger, bitte. Ja, Togi, herzlich willkommen in Deutschland und in München. Die Frage geht aber an Hasan Salihamidžić. Erstmal Glückwunsch zum neuen Aufgabenfeld bzw. zum neuen Job. Wo würden Sie Ihre neue Aufgabe jetzt einordnen? Sie waren erfolgreicher Fußballer, Sie haben dann den Sprung ins Unternehmertum geschafft und jetzt eben Sportvorstand. Wie hoch ist das einzuschätzen? Und vielleicht können Sie noch mal kurz umreißen, Sie haben es kurz angedeutet, wie der Transfer lief. Also wann gab es den ersten Kontakt, wer war alles beteiligt? Also erstmal, es ist jetzt kein neues Aufgabengebiet, sondern natürlich habe ich als Vorstand für den gesamten Bereich mehr Verantwortung und für die perspektivische Planung. Selbstverständlich bin ich dafür zuständig, dass der FC Bayern in den nächsten oder in der Zukunft gut sportlich aufgestellt ist. Aber was neu dazu kommt, lasse ich einfach auf mich zukommen. Aber die Aufgabengebiete bleiben gleich. Erstmal möchte ich mich selbstverständlich dafür beim Aufsichtsrat bedanken für das Vertrauen. Möchte mich bei meinen Vorstandskollegen für die loyale, seriöse Zusammenarbeit bedanken. Und insbesondere bei Karl-Heinz Rummenigge und Herbert Hainer und natürlich bei Uli Hoeneß. Jetzt nochmal zum Tanguy. Tanguy ist ein Innenverteidiger natürlich, der auch auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Kann auch auf der 6 spielen. Er ist als Innenverteidiger jetzt schon natürlich ganz weit in seiner Spieleröffnung. Er hat sehr gute Technik, ist kopfballstark Anforderungsprofil passt natürlich zu unserer Mannschaft und wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt in den letzten Monaten Hansi Flick mit seinem Trainerteam selbstverständlich hat gezeigt, dass man junge Talente weiterentwickeln können. Da muss man nicht nur über Alphonso Davies reden, sondern über auch andere. Mika Cuisance hat auch sehr gute Schritte gemacht. Auch in der Vergangenheit, glaube ich, ist das ein bisschen vielleicht nicht so gut rübergekommen, aber Joshua Kimmich ist als junger Spieler aus Leipzig gekommen, aus Turin, Kingsley Coman. Und wir sind sehr stolz darauf, dass solche junge Leute hier sehr guten Weg gemacht haben. Und wir sind auch 100% davon überzeugt, dass Tanguy auch guten Weg gehen wird und den nächsten Schritt in seiner Karriere beim FC Bayern machen wird. Grundsätzlich, in der Kaderplanung muss man eben darauf eingehen, dass wir darauf achten, dass die Spieler also auf die Flexibilität, auf die individuelle Klasse, auf die Altersstruktur. Wir haben eine Vision, sage ich mal, in der Kaderplanung, wo eben viele Puzzleteilchen ineinander passen müssen. Und das Wichtigste eigentlich, was herausragend in unserer Mannschaft ist, ist die Mentalität. Da passt der Tanguy natürlich sehr, sehr gut hin. Wir wollen richtig gute Atmosphäre in der Kabine haben, wie wir das jetzt haben. Und sind sehr stolz, dass wir so einen Spieler für den FC Bayern gewinnen könnten. Dann die nächste Frage kommt von Stefan Döring. Ja, an den Neuzugang. Herzlich willkommen in München oder in Deutschland generell. Herr Salihamidžić hat gerade gesagt, dass er Sie in der Innenverteidigung sieht, Sie allerdings auch im defensiven Mittelfeld spielen können. Wo sehen Sie sich selbst und genau dann Ihre eigenen Stärken? Nun, ich wurde als Innenverteidiger beim PSG ausgebildet, während 5 Jahre. Mein letztes Jahr habe ich auf der 6 gespielt, ein wenig vor der Verteidigung. Ich kann mich anpassen. Ich bin von der Ausbildung her ein Verteidiger. Also ich habe auch kein Problem, auf anderen Positionen zu spielen. Dann bitte Heiko Niederer. Hallo.
Hallo Tanguy, herzlich willkommen in München. Meine Frage an dich, welche Rolle hat es für dich gespielt, dass so viele Franzosen bei den Bayern spielen, und glaubst du, dass dir das hilft bei der Eingewöhnung? Und noch eine Frage an Hasan Salihamidžić, wie ist jetzt der Stand, was die Neuzugänge angeht, und können Sie vielleicht uns auch einen Einblick geben, wie der Stand bei Leroy Sané ist und wie Ihre weiteren Neuzugangsplanungen aussehen? Je pense que le nombre de joueurs français a un peu impacté. Nun, ich denke schon, ja, dass die Anzahl der Franzosen ein wenig meine Entscheidung beeinflusst hat. Dann waren ja hier auch schon großartige Franzosen wie Lisa Ralsou, Sagnol, Franck Ribéry. Also ich denke, diese Tatsache, dass viele Franzosen hier schon waren und sind, ja, das hat sicherlich einen Einfluss gehabt auf meine Entscheidung. Ja, die zweite Frage. Ja, wir sind in sehr guten Gesprächen, das kann ich bestätigen, mit dem Management von Leroy Sané und selbstverständlich mit Man City. Aber jetzt müssen wir es natürlich alle ein wenig gedulden, und dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Dann die nächste Frage gerne an unseren neuen Spieler. Christian Kunz unten, ja. Ich hätte allerdings noch eine Frage an Herrn Salihamidžić. Wie erleben Sie die Mannschaft kurz vor dem Pokalfinale? Und können Sie auch einen Einblick geben, wie es mit den drei Leihspielern aus, da die Vereinbarungen längerfristig getroffen worden sind? Ja, die Atmosphäre in der Mannschaft ist, so wie ich das vorhin gesagt habe, sehr, sehr gut. Wir haben selbstverständlich diese guten Leistungen jetzt, die wir in der letzten Zeit gebracht haben, auch in diese Trainingseinheiten in dieser Woche mitgenommen. Die Jungs sind natürlich heiß, wollen den nächsten Titel gewinnen am Samstag. Dafür werden sie alles tun, und wir sind sehr optimistisch, dass wir ja gut in das Spiel reingehen werden und am Ende auch klar als Sieger rausgehen können. Wir sind sehr glücklich, dass alle drei Leihspieler bis zu Ende dieser Saison, also auf die nächsten zwei Monate auch, wir für uns gewinnen könnten. Und diese Mannschaft, die bis jetzt zusammen war, zusammengehalten haben. Und ja, ich bin sehr optimistisch, dass die uns auch weiterhin eben in den nächsten Spielen, die wir jetzt, wichtigen Spielen, die wir jetzt haben, helfen werden. Dann Frank Linkisch, bitte. Ja, Frage an den Tanguy oder vielleicht auch an Herrn Salihamidžić. Wie ist denn der Plan? Ab wann steigt er ins Training ein? Ist ja alles ein bisschen schwierig. Die Champions League läuft noch. Die Vorbereitung auf die dann neue Saison wird recht kurz sein. Gibt es da schon einen Plan, ab wann er mit den neuen Kollegen trainieren wird? Ja, kann ich ja beantworten. Ja, selbstverständlich hat sich Trainer Hansi Flick und unser Trainerteam mit Tanguy unterhalten. Die werden ihm natürlich ein Programm mitgeben. Er wird jetzt erstmal in Urlaub gehen, aber dann rechtzeitig eben zurückkommen, wo auch für ihn hier eine Top-Betreuung sein wird. Das wird Trainer mit ihm alles besprechen, und wir wollen eben, dass er dann in der nächsten Saison topfit ist, wenn es losgeht. Dann Stefan Töring wieder, ja bitte. Thomas Tuchel war jetzt Ihr Trainer bei PSG. Welchen Einfluss hatte er für, ja, oder auf Ihre Entwicklung genommen? Und was war jetzt dann der Beweggrund, ihn zu verlassen, weil er ja doch große Stücke auf ihn hält? Ja, ich hatte eine sehr gute Beziehung mit diesem Trainer. Ich bin ihm sehr dankbar. Aber ich habe mich jetzt entschieden, zum FC Bayern zu gehen. Ich muss etwas ändern, und ich möchte mich jetzt auf meinen neuen Verein konzentrieren, und ich möchte mich weiterentwickeln. Dann Taufik Khalil auch noch mal, bitte. Eine Frage noch mal an den Sportvorstand, muss man jetzt heute sagen. Hasan, wie hat sich Ihre Arbeit durch diese ganze Corona-Geschichte, wie das jetzt ist, hat sich das verändert? Ist das alles wie im letzten Jahr? Sie machen ja quasi den Job auch schon ein bisschen länger, oder sind die Dinge anders? Sind die Zahlen anders? Sind die Gespräche anders? Sind die Denkweise anders? Ja, wir haben natürlich, ich muss erstmal Kompliment machen an die ganze Liga, an alle Clubs, die diese schwere Zeit erstmal
in der Bundesliga, sag ich mal, überstanden haben und die sich wirklich an alle Regeln sensationell gehalten haben. Das war nicht einfach, muss ich einfach sagen. Das war auch, als wir wieder gestartet sind, ja, jeder hat geschaut, wie geht es jetzt weiter. Wir sind alle natürlich traurig, dass die Zuschauer immer noch nicht in die Stadien können, weil das alles, was wir machen, ist selbstverständlich für die Zuschauer. Wir können es nicht erwarten, dass die Allianz Arena endlich wieder voll ist und dass wir vor unseren Zuschauern spielen. Natürlich hat sich vieles geändert. Ja, wir versuchen natürlich, unsere Arbeit so gut zu machen wie möglich. Wir können jetzt irgendwie ja, nirgendwo in die Stadien gehen und, sagen wir mal, live scouten oder ja, viele Gespräche machen, weil wir wissen selber, welche Einschränkungen jetzt wir alle haben. Aber wir versuchen trotzdem kreativ zu sein, versuchen trotzdem zu planen, trotzdem unsere Mannschaft eben auch für die nächste Saison gut vorzubereiten oder zu planen und sind kreativ. Aber sind denn solche Gespräche wie jetzt zum Beispiel mit dem Management von Sané, sind die jetzt alle per Videokonferenzen? Wären die sonst früher per, hätte man sich getroffen irgendwo? Hat sich das verändert, solche Gespräche für Sie? Oder ist das alles noch wie es früher war? Ja, Zoom und Teams haben selbstverständlich unser Leben verändert, kann man klar sagen. Aber man kann auch mal sich treffen, natürlich mit der ganzen Disziplin, die man eben einhalten muss. Wie Sie wissen, Sportvorstände, Sportdirektoren dürfen das, aber es ist schon nicht einfach, weil man eben nicht viel fliegen darf, weil man nicht viel reisen darf. Man muss sich eben an die an das Hygienekonzept halten und das haben wir auch versucht, aber zu den Gesprächen kommen wir trotzdem. Ich sehe nur noch zwei Wortmeldungen. Einmal Stefan Kumberger und Torben Hoffmann unten. Ja. Und dann Maximilian Koch noch. Die drei noch. Ja, Torben, bitte. Ja, Hassan, erstmal an dich die Frage. Es hieß ja, oder es war ja eine Aussage, ein Zitat auch, es soll ein Top-Talent kommen und ein internationaler Topstar. Kann man das jetzt mit diesen beiden Transfers, also Sané, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das über die Bühne geht, dass es mit diesen beiden Transfers dann durch ist, mehr oder minder? Oder muss der Kader dann in der Breite noch weiter aufgestockt werden? Und an Tanguy die Frage, inwieweit gab es vorher auch Kontakt mit französischen Spielern, Lucas Hernandez, Kingsley Coman oder vielleicht auch mit Franck Ribéry, dass man sich dort mal ausgetauscht hat, was Sie da persönlich bei den Bayern erwartet? Wir sind sehr glücklich, dass wir erstmal Tanguy nach München oder für den FC Bayern überzeugen konnten. Alles andere werden wir sehen, was in Zukunft ist. FC Bayern hält immer die Augen offen und wir werden die Transfermarktperiode geht selbstverständlich lange bis zum 5. Oktober und deswegen werden wir, wie Sie wissen, immer die Augen offen halten. Um auf Ihre Frage zu antworten, also bisher hatte ich noch keinen Kontakt mit den französischen Spielern, aber ich denke, das wird in den kommenden Tagen geschehen. Dann Maximilian Koch, bitte. Ja, Tanguy, eine Frage an dich. Hast du ein Vorbild als Innenverteidiger? Und nochmal die Frage an Hasan Salihamidžić. Ist die Suche nach einem Rechtsverteidiger noch aktuell? Jetzt habt ihr ja einen Innenverteidiger geholt, also schaut ihr euch auch noch für eine Alternative hinten rechts um. Danke. Als ich kleiner war, hatte ich ein Vorbild, das war Lilian Thuram. Ich habe mir seine Videos angeschaut. Ansonsten habe ich nicht wirklich Vorbilder. Ich schaue mir Spiele an. Ich mag eigentlich alle Verteidiger. Aber nicht wirklich ein einziges Vorbild. Bin ich dran? Okay. Wir sind, wie ich schon gerade gesagt habe, wir sind sehr, 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 sehr gut besetzt in der Verteidigung. Wie ich schon gesagt habe, wir halten immer Augen offen für alle Positionen, um unsere Mannschaft vielleicht in der Breite
oder sogar in der Qualität zu verstärken. Aber wie Sie wissen, natürlich sind auch die finanziellen Möglichkeiten ja, in diesen schwierigen Zeiten nicht unendlich. Deswegen müssen wir schon schauen, dass wir sehr kreativ sind, wie ich schon gesagt habe, und ja, werden versuchen, wie ich schon gesagt habe, mit einer guten Mannschaft in die nächste Saison zu gehen. Dann beschließen wir bitte die letzte Frage, Stefan Kumberger. Ja, Frage an Tanguy. Vielleicht können Sie noch mal kurz Ihr persönliches Leben jetzt beschreiben. Sind Sie mit der Familie da oder sind Sie allein in München? Haben Sie eine Wohnung oder ein Haus schon oder leben Sie im Hotel? Können Sie schon etwas Deutsch? Wie schnell wollen Sie Deutsch lernen? Also im Moment ja, werde ich jetzt Deutschkurse nehmen und ganz klar, ich muss die Sprache lernen, um mit allen sprechen zu können, mit dem Staff und mit meinen Mitspielern. Und was die erste Frage angeht, ich suche jetzt eine Unterkunft, ein Haus oder vielleicht ein Hotel. Ich bin gerade dabei, das zu suchen. Dann vielen Dank euch schon mal. Danke Hasan, danke Tongi. Herzlich willkommen nochmal. Und zum Schluss, wie immer, gibt es natürlich das obligatorische Trikot, überreicht vom Sportvorstand mit Maske. Also, okay. Mit Maske? Okay, wir machen mit Maske. Mit, ja, ist besser. Dankeschön. Servus, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Thanks. Dankeschön. Ciao.